Die Protokolle der Weisen von Zion sind ein antisemitisches Pamphlet und vor allem eine Fälschung. Entstanden 1903 unbekannter Herkunft, vermutlich von russischen Redakteuren, ist es eine Kopie oder ein Plagiat eines bestehenden Satireartikels, der 40 Jahre zuvor entstanden ist, geschrieben von einem gewissen Maurice Joly. Es ist keine Fälschung, es ist ein Plagiat, weil dafür gibt es kein Original. Die Texte Jolys wurden einfach abgeändert, kopiert oder frei erfunden. Was beinhalten diese Protokolle? Protokolle deswegen, um dem Ganzen einen amtlichen, staatlichen Stempel zu geben, beinhalten sie nichts mehr und nicht weniger als Verschwörungstheorien, um ein jüdisches Weltreich zu schaffen. Diese angeblich entstanden sind in 24 Sitzungen des Rat der Weisen von Zion. Festgelegt wurden unter anderem so Punkte wie die Entfachung von Weltkriegen durch Terror- und Bombenanschläge, Verknappung der Geldmittel, um die Staaten in ihre finanzielle Abhängigkeit zu bringen, die Verbreitung von Seuchen und Epidemien, sogar den Papst und die katholische Kirche zu unterminieren. Und ganz besonders krude gilt die Theorie des unterirdischen Stollenbaus, durchzogen in allen großen Hauptstädten, um damit die Nichtjuden in die Luft zu sprengen. Dahinter liegt einfach nur der Bau der Pariser Metro 1897. Leider erfreuen sich die Dokumente nach wie vor großer Beliebtheit, vor allem im arabischen Raum, in Russland und bei Rechtsradikalen. Bis heute sind diese aktuell, es berufen sich sogar Bischöfe darauf, ein gewisser Williamson, ein Holocaustleugner und mittlerweile exkommunizierter Priester, bezeichnete diese als Gottgesandt. Ein griechischer Abgeordneter des Parlaments einer Neonazi-Partei berief sich ebenso darauf. Für die Zeit nach dem Lockdown, wenn ihr Interesse an einer Weiterbildung, einer Begleitung oder einer Führung habt, meldet euch unter www.zivilcourage.at an.